Es ist Mittwoch, Challenge WBS-Zeit. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeburger und Solmecke. Und wenn ich so schnell spreche, dann wisst ihr, ich habe nur 3 Minuten Zeit, um so viele Fragen wie möglich von euch zu beantworten. Mein Schnitt liegt bei 6 Fragen. Mal gucken, was ich heute schaffe. Die Zeit läuft jetzt. Erste Frage lautet, sind Videotestamente rechtskräftig oder ist es zwingend notwendig, dass diese mit einem schriftlichen Testament unterfüttert werden? Und wie detailliert muss man in diesem Fall das Schriftliche ausgeführt sein? Nein, die sind nicht wirksam. Ein Testament muss handschriftlich geschrieben werden und unterzeichnet werden, sonst ist das nicht wirksam. Also bitte aufschreiben das Testament, wenn ihr eins machen wollt. Was ist, wenn ein Kind auf einem Flug von New York nach Frankfurt über dem Ozean geboren wird? Welche Staatsangehörigkeit hat dann das Kind und welcher Geburtsort wird in der Geburtsurkunde eingetragen? Boah, das ist eine schwere Frage. Also Staatsangehörigkeit, wenn die Eltern beide deutsch sind, ist meines Wissens deutsch. Als Geburtsort wird bestimmt der Abflughafen eingetragen, aber sicher bin ich mir da nicht. Darf ein Entwickler, der seine Software online vertreibt, eine Rückerstattung verweigern, wenn er mit 30 Tagen Rückgaberecht wirbt? Nein, das kommt mir doch sehr komisch vor. Es ist zwar bei Software so, dass man bei Software nicht ohne weiteres einen Widerruf ausführen kann, jedenfalls nicht bei downloadbarer Software, da muss man darauf hingewiesen werden, dass man darauf verzichtet. Aber hier, wenn jemand auf ein 30-jähriges Rückgaberecht sogar noch hinweist, bewirbt, dann muss er natürlich auch zahlen, wenn ihr das zurückgebt. Das scheint hier irgendwelche Besonderheiten bei dem Fall zu geben, die jetzt in der Frage nicht drin waren. Welche Behörde oder welches Amt ist dafür zuständig, mich zu verständigen, wenn ein Elternteil verstirbt? Ja, normalerweise wird, wenn jemand verstorben ist, werdet ihr bei der Testamentseröffnung von einem Notar kontaktiert und dieser würde euch dann eben mitteilen, dass ihr was geerbt habt, dass die Behörde euch jetzt zwingend anschreiben muss, wenn ihr zum Elternteil keinen Kontakt mehr hatte, wüsste ich jetzt nicht, es sei denn, da sind irgendwelche Dinge zu bezahlen. Das könnte natürlich sein, dass die Sozialämter, wenn kein Geld mehr da ist und keiner für die Bestattung aufkommt, dann entsprechende Informationen machen. Aber ansonsten gibt es meines Wissens keinen, der euch dann informiert, falls der Kontakt zu den Eltern oder zu den Angehörigen abgebrochen sein sollte. Was geschieht mit meinem Vermögen nach meinem Ableben? Heute geht es ja nur um Tod hier. Wenn ich kein Testament und keine lebenden Verwandten habe. Wenn kein Testament, keine Verwandten, dann fällt das Geld dem Staat zu. So. Ist es möglich, nach einer Straftat jeglicher Art in eine ausländische Botschaft zu fliehen, um der Strafe zu entkommen? Wenn es die eigene Botschaft ist und die Straftat in einem fremden Land passiert ist, könnte es sein, dass die Botschafter dich zwar erstmal aufnehmen, dann kann nicht einfach das Botschaftsgebäude gestürmt werden, aber möglicherweise sieht dann der Botschafter auch sehr schnell, nö, das hat hier alles Hand und Fuß, was die Behörden da vortragen, bittet dich wieder vor die Botschaft und dann kannst du da festgenommen werden. Also, dass die Botschaften dann dir immer Schutz gewähren, darauf würde ich mich nicht verlassen, also Finger von Straftaten lassen. Und als hätte ich es geahnt, 6 ist der Schnitt, 6 habe ich auch heute wieder geschafft, aber heute habe ich noch eine Zusatzbotschaft für uns und für euch. Genau in einer Woche, heute in einer Woche, am Mittwoch, den 10. Mai, gibt es hier auf YouTube meinen ersten Livestream. Um 17.30 Uhr soll der online gehen. Eine Stunde lang werde ich versuchen, so viele Fragen wie möglich für euch zu beantworten. Es geht natürlich um das Thema Recht. Läuft ähnlich ab wie diese Challenges, nur dass wir eben ein bisschen mehr Zeit haben. Ihr könnt gerne auch schon Fragen für den Livestream, die könnt ihr unter dem Hashtag WBSLive schon überall in die sozialen Netze posten. Wenn ihr dann nicht da sein solltet, werden wir alles, was unter dem Hashtag WBSLive gepostet worden ist, entsprechend schon mal beantworten. Ansonsten könnt ihr die Frage natürlich zusätzlich auch einfach live stellen, wenn ihr am Mittwoch, 10. Mai, 17.30 Uhr Zeit habt. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Ich bin auf jeden Fall da. Tschüss und bis dahin.